Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren illustren Runde Sims 4. Das zweite Video auf dem Kanal, what the fuck? Und wir sind wieder, was zum Teufel? Das zweite Video, das hört ziemlich falsch an. Ja, eigentlich wäre es jetzt das 811. Video, aber naja, wir gehen mal so weiter. Das ist halt das zweite. Erstmal Thermostat ans Fenster geheftet, sehr gut. Und sonst? Nicht direkt ans Fenster? Wegen? So an den Fries. Ja, aber es ist ja Holz, da kann man schön reinschrauben, braucht man nicht vorbohren. Okay. So. Ja, ich will eigentlich direkt arbeiten, Alter. Ich bin mal. Soll man da mitgehen? Gehen wir da mal mit, oder? Ja, auf jeden Fall. Gehen wir nochmal mit. Ja. Ideale Stimmung, konzentriert. So, und wenn ihr hier neu auf dem Kanal seid, dann lasst doch mal ein Like da und ein Abo, das wäre da mal mega cool. Denn von Abos und so können wir jetzt ordentlich gebrauchen. Oh ja. Oh, wir sind hier an der Küste. Krass. Da ist ein Hund. Balu, blau. Erwachsen. Und er wohnt wahrscheinlich hier, hä? Oh, was ist das denn? Oh, krasses Grundstück, Alter. Oh, die haben eine Pool. Wie groß ist denn unser Grundstück? Ah, oh, schade. Kann man nicht wirklich noch was machen. Nicht so groß. Nee, du. Was machst du jetzt? Ich koch. So, und du tust Road Rival Alpha spielen. Ah ja. Dann machst du das mal, ja? Ich würde aber eher sagen... Ja, was denn? Du bist Künstler. Ich würde sagen, du kündigst. Und dann mache ich Freelance, oder was? Mhm. Geh mal wieder in die Richtung. Karriere einschlagen. Karriere wegbotzen, Alter. So, guck, weil hier Polizist, da kannst du mitnehmen. Mitgehen. Guck, und im Normalen muss man Samstag, Sonntag nicht arbeiten. 20 fängt mal an und ich bin schon bei 39 oder 38 oder so. Ich glaube 38, ja. 38 oder 36. Guck, da gibt's Schriftsteller. Ah, okay. Wortsalat, Freelance Schriftsteller. Mach mal. Nix für Kohle, wir suchen wahnwitzige Autoren. 155 machen wir das. Ne? Ja. Schreiben Level 1. So. Klickköder. Ah, da muss jetzt Artikel schreiben. Okay, cool. Und dann Artikel abnehmen lassen. Ah, und das muss funktionieren, das abnehmen lassen sozusagen. Ah ja. Genau. Scrib a rap on me. Der muss erst Mittwoch arbeiten. Scheiße, Mann, ist noch so lang. Das ist echt doof, ne? Ja, ich würde da jetzt echt gern mit. Oh, was ist das denn? Scheiß Begrüßungskomitee, was man nicht braucht. So. Justin Delgado, oder was? Justin Delgado. Topname. Alkohol? Was machen wir? Ideale Stimmung konzentriert bei der Auf. Bei der Ach, dann geht das am dollsten hoch. Was machen wir jetzt? Es gibt halt noch nichts zu tun, wenn man so nicht am Studieren ist, ne? Ja, eben. Nein, wir sind nicht da, sorry. Rüstungskomitee vorzeitig beenden, ja, bitte. Aber die mögen uns trotzdem und wir mögen die auch. Wann muss ich denn arbeiten? Ich arbeite. Du arbeitest gerade. Shit. Wir haben nicht mal einen Fernseher, ne? Nee. Aber einen Ofen? Ja, ansonsten kauf halt erstmal so ein 0815 Fernseher. Naja, wir brauchen eine Waschmaschine und einen Staubsauger. Das wird halt nichts mit Fernseher. Ups. Waschmaschinen. Stellen wir die Scheiße hin. Ja, erstmal Haus vergrößern. Mhm. 500! Können wir uns sogar leisten, aber bringt uns nichts. Nö. So, nebeneinander. So, und dann brauchen wir noch einen Cash-Award. Ja. Oh mein Gott, ich meinte tägliche Aufgaben als Polizist. Also hast du keine persönlichen Aufgaben als Polizist? Nee, Tagesaufgabe ist nicht. Nee, das kommt wahrscheinlich noch, wenn wir dann weiter upgraden sozusagen in dem Job. Dann kommt das wahrscheinlich. Bestimmt, ja. Und er ist jetzt nicht mehr faul, das heißt, er schmeißt seine Klamotten nicht dauernd irgendwo hin beim Umziehen. Ah, das ist gut. Danke, Hacker. Scheiße. Fick dich, Hacker. Du Victor. Du Fotzkopf. Ohne Witz. Nee, hier, Staub. Hast du doch gerade schon einen Staubsauger.
Oh. So mitten im Raum. Ich mein's hin und dann macht's Büb und jetzt. Geil. Das Ding ist, wir bräuchten halt auch einen für oben, weil der kommt ja nicht die Treppe hoch, logischerweise. Ah. Der kostet aber 500. Ja, lass mal arbeiten. Was kostet der Schrank? 230. Hier so eine Lampe, die ich da gekauft habe. Ja, mal interessant. 460 für das Ding. Weg. Was ist denn? Oh! Wir haben Geld! Wir haben Geld! Namen verändert. Hassa, Kollege, wenn du wüsstest, was heute alles passiert ist. Oh, ja. Ich habe nicht meinen Namen verändert. Jemand hat mein Leben verändert. Ja, so ist es. Jolip Gaming existiert nicht mehr. Ich wurde heute gehackt. Mein Kanal wurde gelöscht. Alles ist weg. Alles ist weg. Die letzten zwei Jahre sind komplett für den Arsch. Komplett alles weg. Wir sind jetzt, also ich bin jetzt Wöppi. Lol. Ja, danke schön. Lul. Ich bin jetzt Wöppi. Auf YouTube gibt's jetzt auch Wöppi. Da findest du bloß noch nichts, wenn du das suchst. W-Ö-P-P-Y, weil da noch kein Video drauf ist. Wieso? Wie passiert sowas? Ja. Okay. Es wurden ja in letzter Zeit viele gehackt. Aber dass es mich da erwischt mit meinen 700 Abos. Ja. Damit hätte ich ja wirklich nicht gerechnet. Boah, das pisst mich so an beim Spielen hier, dass dieses blöde Dach hier ist. Ja, echt so. Ah. Ich sogar Geld wieder, weil ich es kleiner mache. Ah. Mhm. Du irgendwas mit dem Dach jetzt? Ja, jetzt nicht mehr. Genau. Passt wieder. Guck. Ist doch voll klar. Mhm, passt. Ja, ich bin kein Hacker, ich weiß nicht, wie sowas passiert. Ich weiß, wer es war. Ich bin mir so sicher. Bist du sicher? Ja, wer denn sonst? Und der hat mich ja die ganze Zeit schon auf dem Kieker gehabt und meinen Kanal, weil er einfach ein mega neidischer Kacksau ist, aber jetzt hat er es geschafft und jetzt fangen wir eben neu an und hoffen, dass wir irgendwie mal ein bisschen an Abos kommen, also. Ja. Es wäre mega cool, wenn du den Discord joinst, der heißt auch Wöppi, und dann mal auf den Kanal gehst und ein Abo da lässt, das würde mir mega helfen, weil jeder einzelne Abo zählt. Richtig. So viel ist Schuhe. Schuhe? Schuhe. Achso, Schuhe. Leute. Schuhe. Schuhe. Titel eingeben, damit der Kunde weiß, wie er es nennen soll. Ach, wie er es nennen soll. Wie er es nennen soll. Heilig die Schwäbisch. Damit der Kunde weiß, wie er es nennen soll. Wahrscheinlich schon. Was war das für eine Analyse? Ja, nee, was? So ein Klickköder-Ding oder was war das? Achso, ja, Clickbait. Ah, lol. Lol, Klickköder. UFOs in Deutschland. Oh, ich bin konzentriert, wenn wir jetzt arbeiten würden. Mhm. Wie bin ich jetzt konzentriert? Was habe ich gemacht? Jetzt können wir uns auch eine Glotze leisten und einen Staubsauger für oben. Ja, stimmt. Satub? Satub-Sauger. Es gibt auch, glaube ich, mehrere. Guck, der hätte kostet 1000. Hochwertiger Staubsauger-Roboter. Was denn für einer? Blauer. Was? Ich habe nur die Farbe geändert. Ah! So, und das nehme ich auch direkt an. Markus. Nee, Digga. Andern? Ramius. Sehr gut. Das ist Murius. Ramius und Murius, Alter. Okay. Oh, wir brauchen wieder einen Friedhof bei Minecraft dann. Stimmt, ja. So, was macht er denn jetzt? Ah, er muss das Ding noch einreichen, ne? Artikel abnehmen lassen. Huch. Hat er den jetzt so? Ah, zur Abnahme schicken. Wenn er abgelehnt wird. Ach, der schreibt das und dann. Hat das auf dem Sticker und schickt das hin. Und dann. Du bist direkt bezahlt worden. 186 Simoleons. Geil. Fanden sie direkt mega. Sehr gut. Und direkt das nächste. 145. Mhm. Klickköder-Artikel schreiben. Genau. Ja, wenn wir jetzt eh schon Zeit haben, können wir mal gucken, dass wir mal ein paar. Drogen nehmen. Nein! Was denn? Dass wir ein paar Leute kennenlernen. Dass man mal hier schön bumsen kann. Was ist mit dir, Alter? Ist da Druck oder was? Nein, Mann. Ich hätte jetzt erstmal hier nach Karriere geschaut, Mann. Dass ja, du musst ja erst am Mittwoch arbeiten. Und bei mir die Artikel, die kannst du auch. Also bis Dienstag hast du Zeit. Ja, das heißt, ich sollte mal irgendwo in den Club gehen. Text fertig. Ja, also, passt doch. Text 2.
Pipst und... Gewashed. Und bezahlt, 174. Sehr gut. Abgenommen, das ist... Oh, du bist Level 2, das heißt, wir können... Du kannst es mehr annehmen. Sehr gut. Pass auf, halt dich fest. Halt dich fest. Na? 240. Das geht ja wie am Schnürchen hier. Mhm. Oh. Kunden chatten. Und wir machen Kinderbuch schreiben. Kinderbuch schreiben. Und das Oha. Buch abnehmen lassen. Okay. Das wird jetzt aber eine größere Nummer. Ja. Du solltest mal den Discord-Link ändern in der Beschreibung von Twitch. Schon wieder. Weil da noch Dings steht. Joseph Gaming oder was? Ich muss hier, ja, eigentlich hätte ich ja einen neuen erstellen müssen, also einen neuen Kanal, deswegen wusste ich jetzt nicht, also deswegen habe ich da noch nichts gemacht, ja. Weil eigentlich hätte ich den ja noch, Ach nee, der ist ungültig schon wieder, lol. Ungültig, ja, what the fuck, Alter. Okay, ja, das ist ja schon wieder komisch. Oder was? Oh Mann, weil er den Barsch entdeckt hat, ist er wütend. So, jetzt sind die Links aktualisiert, wie gesagt, einfach mal reinschauen. Genau, jetzt machen wir die eine Folge noch durch hier. Ja. Und danach starten wir direkt mit City Skylines. Stimmt. Würde ich sagen. Müssen wir auch neu anfangen, ne? Wir sollten auch mal was kochen, Alter. Ja, sollten wir auch. Also, das ist halt nichts mehr. Das war gerade richtig gruselig, das Lachen. Oh. Schreibt der eigentlich immer noch? Ah, es dauert ewig. Oha. Okay. Ein Buch schreiben? Ja, schreib mal kurz ein Buch, bitte. Das geht ja nicht einfach so. Ich bin kein Autor. Ja, aber das geht ja nicht einfach so, mein Schatz. Das meine ich ja damit. Oh, der muss unbedingt was essen dann gleich. Sonst ist doof. Yo. Sind ein Hurricane. Was für ein Lichtkegel. Das ist ein Leuchtturm. Das ist ein Leuchtturm. Was? Gruselig, Alter. Sehr gruselig. Ah, der ist wirklich da. Krass. Die Wellen sind auch heftig. Nomadic hat ein komplettes Buch geschrieben. Geil. Kundenabnahme schicken, ja. Bin ich mal gespannt, Alter, was jetzt passiert dann. Abgenommen. 288 bezahlt. Das geht ja wie nix. Ja. Nach dem Futtern geht er mal direkt pennen. Genau. Ich muss erst Mittwoch arbeiten. Das ist echt ätzend. Das ist viel zu lang. Das ist voll doof. Ja, das ist komplett Polizeikadett. Doof. Polizeikadett. Ja. Krass. Solche Sims sind oft wütend, meist zum Leidwesen der sie umgebenden Sims. Oha, okay. Ja, also die anderen leiden drunter, wenn er immer so drauf ist. Kopf, Alter, krasser Typ. Krass, oha, der da unten. Das so reinstrahlt, geil. Ja, das ist sehr ja gut. kein Billo-Spiel hier, guck mal. Das ist ja richtig geil. Jetzt guck mal hier. Nice. Aha. Geil. Wo muss das? Ja. Lass mal hier gucken. Was? 60. Auto für Void-Kreaturen Band 3 gesucht. Kunden chatten, Kinderbuch schreiben. Ab. Brauchen wir ein Mülldings wieder. Stimmt. Und ein Recycler. Ja. Simperlich. Das ist ein schlecht verschleimigen, ekligen Ding. Ah, stimmt. Weil verdammt das Essen weggeräumt hat. Pfui, ist das echt unangenehm. Ja, dann lass halt nicht so lange stehen. Eben. Und chatten und danach fängt er direkt an, das Buch zu schreiben. Ne Buch. Fass dich kurz, sonst wird's eine lange Geschichte. Ey, was ist denn los? Guck mal hier. Oha. Der Motivationstanz. Yay. Hui.
weil mein Kanal gelöscht wurde. Freuen Sie sich. Pit der Dachs. Ne, wie heißt das Buch? Das ist jetzt Void-Kreaturen, Band 3. Oh, Band 3. Oder? Ja, ist ja Band 3. Nochmal an alle Leute. Unten ist der Link zu meinem brandneuen YouTube-Kanal. Der ist jetzt brandneu raus, weil der andere heute etwas blöd verkackt ist, weil ich gehackt wurde. 700 Abonnenten sind mir flöten gegangen. 809 Videos sind mir in den Wind geschossen worden von so einer kleinen Ratte. Es wäre mega, wenn ihr mal kurz ein Abo dalassen könntet und mal ein bisschen regelmäßig reinschauen. Es ist noch kein Video drauf. Morgen oder heute in der Nacht kommt das erste Sims-Video und dann werden viele, viele Videos folgen. Meistens so 10, 14 Stück die Woche. Also ihr habt immer ordentlich zu gucken. Auf jeden Fall. Also wenn ihr einsteigen könntet unten, wäre mega cool. Und wenn es euch nicht überzeugt, könnt ihr danach immer noch den Abo-Button wieder weglöschen natürlich. Aber es wäre mal cool, wenn ihr auf jeden Fall mal das mal probieren würdet und mir irgendwo mal eine Chance gibt. Dankeschön, Dankeschön. Und ihr auf YouTube genauso, schaut mal unten in die Beschreibung, da ist der Discord-Link. Da könnt ihr in meinen Discord gehen, da können wir ein bisschen reden, da könnt ihr auch auf dem zukünftigen Minecraft Minelife Community Server mitmachen, der kommt nämlich auch. Ist das jetzt hier eine Werbeshow oder was? Wahrscheinlich. Digga, der hat das Buch schon wieder fertig, what the fuck, Alter. Was geht mit ihm, Alter? Nee, nicht lesen, Digga. Schnell kann man denn schreiben, Mann. Zur Abnahme schicken. Was ist mit dir? Oh. Was ist denn mit dem Typen? Der geht ja ab wie ein Schnitzel. Der geht ab wie ein Schnitzel. Ammunitionsbuch schreiben, wenn selbstsicher. Ah, okay. Ey, wenn Mittwoch ist, dann können wir endlich los. Was? Ja. Er ist eine Maschine. Maschine ohne IE. Bitte. So voll die Pisser einfach. Er schreibt, sei froh, dass überhaupt jemand hier mitschreibt, weißt du? Und dann so, das ist halt falsch geschrieben. Erstmal fertig machen. Okay, ich würde mal sagen. Ja. Ich fahr mal irgendwo in den Club. Ich will aber mit. Nur ich. Nee. Ich will aber mit. Nee. Hallo, ich will mit. Hä, du musst arbeiten, Digga. Als ob wir nicht genug Geld haben. Haben wir nicht. Reicht das für ein Haus? Nein, aber ja, ein Haus hatten wir letztes Mal auch nicht direkt nach Anfang. Ja, aber jetzt? Weizer. Kommst du scheiße. Weißt du, wenn wir zu zweit wieder da hängen? Kommst du wahrscheinlich eh nicht rein. Irgendwo. Irgendwo Security ist oder so. Was? Pektoralfitness? Oder was? Pektoralfitness? Hä? Was ist denn Pektoral? Du hast mich schon im Discord fertig gemacht mit deinen ganzen Fehlern und so. Ey, du mit kann man auch so doof sein wie du? Ja. Also sorry, aber kann man auch so blöd sein? Digga, gönnt euch das neue Video an. Was gönnt euch das an, Alter? Guck dir das an oder schau dir das an und dann du so, schaut euch das neue Video von Wöppi. Da, ja. Da macht das an weg und lässt es schau dran. Entweder gönnt oder schaut euch an. Aber nicht irgendwie so. Aber nicht beides. Ja. Ein Fan von dem Typen da hinten. Alles klar. Möchtest du mich mal freundlich vorstellen? Aber die sind Erwachsene nicht, dass die so, dass dir geht so wie mir. Ne, die sind eine junge Erwachsene. Achso, lol. Sagen aus. Also ich dachte, da stand kein Erwachsener. Cool. Boah, was ist mit mir los? Konzentriert, voll konzentriert, dekoriert, tiefe Bindung, krasses Haus. Nein, Spaß, war nur dumm. Musst halt genauer schreiben. Hä, Digga? Jade befehlt zu putzen, Alter. Ich glaube, das könnte was werden. Warte, die hässliche Fresse von der Seite. Ja, du guckst sie ja normalerweise nicht von der Seite. Haben wir Lebenszeit schon umgestellt? Ich glaube nicht, oder? Danke. Ja, aber das ist ja trotzdem Standard, weil ich das ja schon umgestellt habe. Ah, ach okay, dann ist das so eine Standardeinstellung. Ja, na klar. Über Karriere lügen. Polizistenwitz machen. Anstacheln, Alter, ich kann sie direkt fertig machen, ja. Guck, gemein. Hab ich hier ein ganzes Ding, Alter. Jane verboten mit Wörtern die Ohren brüllen, alles klar. Streiten. Mach das nicht.
Ja. Ah, fragen, ob Single bestimmt. Wenn die Junge erwachsen ist. Bist du eigentlich Single? Nein, ich bin geistig behindert. Jade ist Single. Schnapp sie dir. Hier geht's auf jeden Fall gut ab, Leute. Mm, romantisches Geschenk geben? Das ist nur kein Geschenk. Das sieht echt aus wie ein Cut. Also das ist echt strange. Mm. Wie ein Cut. Oh, oh. Ich sollte mal speichern.